Oh. Guten Morgen und herzlich willkommen bei Kingdom Come Deliverance. Wir haben die Nacht verbracht wieder in unserem Bettchen in der Mühle. Obwohl das, glaube ich, sogar das unbequemste Bett bis jetzt ist, ja, mit 50%. Aber man fühlt sich ja doch etwas heimischer mittlerweile. Wir könnten auch in Tallenberg übernachten. Oder habe ich Angst, dass die Stefanie uns wieder überfällt nachts oder so. So, das Morgenhygiene. Wunderbar. Haben wir dann wieder unser Gesichtszauber tatsächlich. Da freue ich mich. Guten Morgen, Pferd. Pebbles. Die liebe Pebbles. So. Nun. Wir wollen nach... Moment. Ja, sieht auch gut aus mit Hunger. Wir wollen nach Uschütze. Im Schnellverfahren, bitte. Danke. Dip, 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 dip. Überfall. Also bitte, sich melden. Mann. Oh, ernsthaft. Zeig, woraus du gemacht bist. Die hätte man wahrscheinlich selber sogar down gekriegt. Wir hatten jetzt keine großartige Rüstung an. Oh, aber egal. Das ständige Gekämpfe, das führt doch zu nichts. Gut, jetzt sind wir ankommen. Können wir weiterreisen. Ist ja noch ein Stück. Zack. Ja, bitte. Mit Schnellreise. Da geht aber auch durch den Wald, ne? Macht man doch nicht. Jetzt geht es nicht anders, okay, aber. Ich sag mal, auf der Hauptstraße lässt es auch besser. Reisen. Ein Wanderer. Ja, was bin ich denn mit dem Wanderer? Kann doch wandern, da wie er will. Der Wanderer. Auch wenn diese Zwiebeln in den Augen brennen, sind sie als Genuss nicht zu verkennen. Das reimt sich. Mann, mach Sachen. Lass nochmal hören. Okay. Wo könnte er denn sein? Das Gebiet ist natürlich wunderbar groß. Vielleicht sollten wir erstmal in der Taverne nachfragen, ob den jemand kennt. Den Hinken, den Heinz, wie er heißt. Gott sei mit dir. Ich suche nach einem Kerl, der hier wohnt. Seinen Namen weiß ich nicht. Kennst du einen, der hinkt? Ja, da gibt's so einen. Kann mir nicht vorstellen, was du von einem wie dem willst, aber ist wohl deine Sache. Er lebt in der Hütte am Dorfrand. An der Straße nach Neuhof. Das war doch schon sehr effektiv jetzt. Hätte ich gar nicht so gedacht. Ist das weit weg? Ah, da unten, alles klar. Also per Pferd. Also entweder hätten jetzt alle dasselbe erzählt. Oder haben durch Zufall genau den richtigen gefragt zuerst. Man muss ja auch mal klicken. Uschütz ist wirklich ein schönes Dörfchen. Stadt, was auch immer. Eher ein Dorf. Was ist denn hier los? Eine Versammlung. Der Lynchmob. Bitte euch, Leute, geht weiter. Hier gibt es nichts zu sehen.
Wenn es das ist, was du nichts zu sehen nennst, würde ich gern wissen, wie was zu sehen bei dir aussieht. Beim heiligen Petrus. Ich kann nicht mehr. Wir müssen Herrn Hanusch benachrichtigen. Das ist vielleicht gar nicht notwendig. Wer bist du? Heinrich aus Galitz. Ich stehe im Dienste von Hanuschs Hauptmann Bernhard und untersuche den Überfall auf Neuhof. Das könnte vielleicht damit zusammenhängen. Nun, ich bin der Vogt von Uschitze. Und ich sage dir, solche Art von Ärger können wir hier nicht gebrauchen. Was lässt dich denken, das hier hätte etwas mit Neuhof zu tun? Einer der Leute vom Gestüt hat unter den Banditen einen Uschitzer erkannt. Wir haben hier bei uns keine Banditen oder Mörder. Ach ja? Es heißt, er würde hinken. Verflucht. Nun darf ich vorstellen, der hinkende Heinz. Oder was von ihm übrig ist. Igitt. Sakra. Warum kann es nicht mal leicht sein? Ich sollte mich umhören und den Leuten ein paar Fragen stellen, wenn ihr nichts dagegen habt. Mitnichten, du kannst mir den ganzen Schlamassel sehr gern abnehmen. Ich weiß zwar nicht, was du jetzt noch herausfinden möchtest, aber nur zu, frag so viel du willst. Hinkende Heinz. Euer Pfarrer. Wann wurde der Leichnam entdeckt? Oh. Wann habt ihr die Leiche entdeckt? Ist irgendwem etwas aufgefallen? Gerade eben. Keiner hat was gesehen oder gehört. Ich weiß nicht, wie die ihn so ausnehmen konnten, ohne dass jemand seine Schreie hörte. Okkultismus? Wer war der hinkende Heinz? Ein armer Kleinbauer und Schurke. Überrascht mich nicht sonderlich, was ihm zugestoßen ist. Er hat sich mit allerlei Gewürm umgeben und ist immer in Schwierigkeiten geraten. Raufereien im Wirtshaus und dergleichen. Warum hinkt er? Soll ich mal einen Pferdekuss bekommen? Woher hat er das Hinkebein? Von irgendeiner Schurkerei oder Rauferei. Lange her. Führte er in letzter Zeit etwas im Schilde? Weiß nicht. Die letzten paar Tage ging er nirgendwo hin, war die ganze Zeit zu Hause. Aber er hielt immer alle aus dem Dorf auf Abstand. Hatte er Freunde oder Verwandte im Dorf? Keine. War ein Eigenbrötler. Hab ihn schon lange nicht mit irgendwem gesehen. Toll. Weißt du zufällig, wo er in der Nacht des Überfalls auf Neuhof war? Nein. Hielt sich von anderen fern. Und man wusste nie, ob er weg war oder sich daheim verkrochen hat. Sehr informativ. Gibt's noch was? Noch etwas wegen Heinz. Nein. Euer Pfarrer ist offenbar ein ganz besonderer Geistlicher. Er ist recht geschickt mit dem Schwert. Wohl wahr. Er ist hart wie ein Nagel. Ist schon öfter bei Kneipenschlägereien dazwischen gegangen und hat Ordnung geschaffen. Nicht zu unterschätzen. Das hat er wohl kaum in einem Stift gelernt. Du weißt ja, wie es läuft. Die Adligen schicken ihre jüngsten Söhne in die Klosterschule. Und auch unser Pfarrer hat blaues Blut. Er wurde sicher zu Hause im Schwertkampf ausgebildet, bevor er zum Studium ging. So läuft es eben bei den Wohlgeborenen. Aber angeblich ist etwas vorgefallen, woraufhin er eine Weile in der Welt umherstreifte. Was er angestellt hat, weiß ich jedoch nicht. Toll. Jetzt wissen wir genauso wie vorher. So, jetzt stellen sich alle mal eine Reihe. Wer bist du denn? Gott sei mit dir. Ich nehme an, du hast ihn entdeckt gerade, wa? Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Natürlich. Frag ruhig. Dieser Heinz, der umgebracht wurde, wie war er so? Er war ein Säufer und immer auf eine Rauferei aus. Keiner hat ihn gemocht, aber so ein Ende würde ich niemandem wünschen. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Hab ihn eine ganze Weile nicht mehr zu Gesicht bekommen. Weiß nicht, wo er sich rumgetrieben hat. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? Keinen Schimmer.
Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Er war ein Eigenbrötler. Hatte nicht mal in der Schenke Freunde. Das ist alles. Danke. Sehr informativ. Danke. Willibald, Maria. Ich nehme an, die benannt sind, haben mehr zu erzählen. Guten Tag. Servus. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ich weiß nichts darüber, aber frag so viel du willst. Erzählen jetzt alle dasselbe. Dieser Heinz, der umgebracht wurde, wie war er so? Hab ihn nicht gut gekannt. Hat nicht viel geredet, selbst in der Schenke. Toll. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Jetzt, wo du es sagst? Er war gestern in der Kirche. Hat sogar mit dem Pfarrer geredet und gebeichtet. Aha. Hab mich gefragt, was er im Schilde führt, wenn er sich plötzlich dem Glauben zuwendet. Aber Gott vergibt wohl alle Sünden. Ich glaube nicht. Der Pfarrer kommt mir sowieso schon komisch vor. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? Bin tief in der Nacht von der Schenke heim und hab einen gesehen, der ins Dorf gegangen ist. Hat's wohl eilig gehabt. War nur ein Schatten, der sich vom Himmel abgehoben hat. Aber nach allem, was passiert ist? Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Mit keinem aus dem Dorf. Hat in der Schenke ab und an mal neben uns gesessen. Aber nie viel geredet. Das ist alles. Danke. Das Durchgangspferd? Ich habe das verlorene Pferd gefunden. Wirklich? Ja, wirklich. Bei allen Heiligen. Ich wollte schon mein Zeug zusammenpacken. Hätte ich eine Tochter, würde ich sie dir zur Frau geben. Danke. Gern geschehen. Pass nächstes Mal besser auf. So, der Stallknecht quasi, alles klar. Da war nicht da, wo wir das Pferd übergeben hatten. Wie hieß er? Ich muss gerade an Döner denken. Krapfen. Ah, alles klar. Krapfen hieß das Pferd. So ist, alles gut. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Weiß nicht, wie ich helfen kann, aber frag, wenn es sein muss. Was war der hinkende Heinz für einer? War nicht zu übersehen, dass er ein Tu nicht gut war. Hab mich von ihm ferngehalten. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Lange war er wie vom Erdboden verschluckt. Dann taucht er gestern plötzlich in der Kirche auf und redet mit dem Pfarrer. Hab ihn das noch nie machen sehen. Wahrscheinlich schlechtes Gewissen. Wahrscheinlich. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof getan hat? Zu Hause war er wohl nicht. Hab ihn dort nicht gesehen. Mit wem traf sich Heinz? Hatte er Freunde oder Verwandte? Soviel ich weiß, hatte er niemanden auf dieser Welt. Oh mein Gott. Das ist alles. Danke. Na gut. Gott behüte dich. Ja, dich auch. Ich würde fast sagen, da gehen wir mal zum Pfarrer. Oder? Erstmal, er weiß, was er zu erzählen hat. Jawohl. Können wir denn mit den anderen noch reden? Das nützt ja alles nichts, ne? Die hauen jetzt ab. Lumio. Gott sei mit dir. Ja. Du siehst schon verdächtig aus. Haben wir dich schon geredet? Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Ich weiß nichts darüber, aber frag so viel du willst. Hä? Das ist alles. Danke. Die erzählen quasi alle dasselbe. Jedenfalls habe ich Tonda aus Tabor ein paar ihrer Stücke gezeigt, von dem ich immer meine Sachen kaufe. Und prompt fragt er mich, wie viel ich dafür haben will. Hört, hört. Servus. Wahrscheinlich dasselbe. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch. Ja, ist ja gut. Frag, was du willst. Was war der hinkende Heinz für einer? Wer das Schwert ergreift, soll durchs Schwert sterben.
Wundert mich nicht, dass er so geendet ist. Mit wem traf sich Heinz? Hatte er Freunde oder Verwandte? Weiß nicht. Ich gehe nie ins Wirtshaus. Was sagst du jetzt? Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof getan hat? Woher soll ich das wissen? Mensch, musst du wissen. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? An dem war alles verdächtig. Hab einen großen Bogen um ihn gemacht. Sehr freundlich. Danke. Das ist alles. Danke. Hey, pass auf! Was willst denn du? Ja, ja. Oh, ja gut. Geh erstmal zum Fahrer. Und quatschen erstmal mit dem. Da würde mich nicht wundern, wenn der jetzt etwas abwesend wäre. Wie der mal draufsteht mit seinem Schwert. Ja, ist ja eh nicht gut zu sprechen auf uns. Nein! Doch nicht das Pferd. Jetzt will ich auf ihn aufsteigen. Gott sei mit dir. Möge Gottes Segen mit dir sein, Pater. Ich untersuche auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper das Massaker in Neuhof, das wohl im Zusammenhang mit einem hier verübten Mord steht. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Scheint, als setze Herr Hanusch bei seinen Ermittlungen auf Jünglinge. Aber frag ruhig. Ich hoffe, diese widerwärtige Angelegenheit wird bald aufgeklärt. Kanntest du Heinz? Was war er für einer? Eine verlorene Seele. Ein einfacher, raubeiniger Kerl. Aber ich glaube, er war kein so schlechter Mensch. Ist dir in letzter Zeit irgendetwas aufgefallen? In letzter Zeit gab es allerlei verdächtige Vorkommnisse. Es sind unruhige Zeiten. Und Menschen wie Heinz lassen sich nur allzu leicht in etwas hineinziehen. Das hilft mir nicht sonderlich weiter, Pater. Das tut mir leid. Weißt du, was Heinz an jenem Tag tat, als Neuhof überfallen wurde? Ja, aber so gern ich deine Untersuchung auch unterstützen würde, ich kann nicht. Was? Was? Meine Schwüre verbieten es mir, darüber zu sprechen. Schwüre sind wichtiger, als gefährliche Mörder zu fassen? Die Gesetze Gottes stehen über denen der Menschen, mein Sohn. Das Beichtgeheimnis ist eines davon. Das kann nicht dein Ernst sein, Pater. Es muss doch Fälle geben, für die du eine Ausnahme machen kannst. Es gibt Dinge, die sind stets gültig, egal unter welchen Umständen. Und dies trifft hier zu. Ja, bloß gut, ja? 8 bis 4 sind so. Die Beichte ist der Ausbringer. Ja, es ist halt das Einzige, ne? Wo wir mehr Werte drin hätten. Für sowas habe ich keine Zeit. Du setzt Menschenleben aufs Spiel und das werde ich nicht zulassen. Ich werde dir diese Beichte entlocken. Wenn es sein muss, mit Gewalt. Alter, du drohst mir? Willst du etwa gegen mich kämpfen? Warum nicht? Möge der Herr mir beistehen. Oh, ich will nicht mit dir kämpfen. Verzeiht, das war keine gute Idee. Die Pferde gingen mit mir durch, Pater. Ich verstehe deinen Eifer und würde dir wahrlich gerne helfen. Aber so wird das nichts. Lass uns noch einmal von vorne anfangen, ja? Ja, freilich, haben wir genug Zeit. Pater, Heinz war meine einzige Spur zur Neuhofbande. Nur er hätte mir sagen können, wer das Blutbad angerichtet hat. Wenn ich die Täter nicht enttarne, könnte so etwas wieder passieren. Das würdest du doch nicht wollen. Nein, aber ich darf das Beichtgeheimnis nicht verletzen. Ich mache dir einen Vorschlag. Gib mir etwas Zeit und ich überlege, wie ich dir helfen kann. Toll. Vielleicht besprechen wir das am Abend, in der Schenke, bei einem guten Becher Wein. Womöglich fällt uns etwas ein. Also schön. Danke, Pater. Da will doch noch saufen umsonst. Ach ja. Na gut. Dann gehen wir mal ein Stückchen durch Uschitze spazieren. Der Trottel steht immer hier. Ihr von der Hand in den Mund lebt, füllen Sie Ihre Wänste mit Leckereien und frühen leiblichen Gelüsten. Ajo. Zeig mal her, was das ist. Beste Grüße. Eine Wassermelone.
Wie viel bringen denn die? 3. Toll. Javier. Schmeißen uns mal was dahinter, die Kiemen. Wassermelone und ein paar Äpfel. Klack. Und wie viel kostet das jetzt? Ja, 4,7. Alles klar. Da wollen wir jetzt nicht unbedingt rumfeilschen. Nahrung, Apfel. Zack, 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 zack. 5 Äpfel und 4 Melonen. Wer isst sowas nicht gerne mal? Zack. Jetzt sind wir wieder ein bisschen satt. Das gefällt mir. Heilung bekommen wir jetzt dadurch. Okay. Ja, ein bisschen Rasenfleisch kann man auch noch essen. Oh, sind wir überfressen, verdammt. Egal. Gegenmittel haben wir noch. Brandwein haben wir noch. Können wir denn bei ihm was verkaufen? Vermögen des Händlers, 44,7. Gut, danke. Da können wir nichts verkaufen. So. Ist schon wieder Mittag. Tatsächlich. Ja, gehen wir in die Kneipe. So. Herr Uber, ein Vanilleeis. Aber mit reichlich Eis drauf. Sorry. Müsste sein. Keine Ahnung, zählt 18 Uhr schon zu Abend bei uns? Wahrscheinlich schon. Schön, ich mag die Musik hier. Ihr seid jetzt da. Nein. Ist er drin? Nö. Können wir mit dir denn reden? Gott behüt dich. Ja, dich auch. Du kannst uns eh nichts Neues erzählen. Hier drüben ist privat, denke ich mal. Jo. Wir können mal gucken, ob es hier was Schönes gibt für uns. Sehr schwer, das schaffen wir leider nicht. Leicht schaffen wir auf alle Fälle. Ich sage mal, so ein bisschen schwer schaffen wir eigentlich. Nützt uns jetzt nichts wirklich. Hoffentlich erwischt uns jetzt niemand. Das wäre eher suboptimal. Aber mir geht es eigentlich mehr um das Schlösserknacken. Das muss ein bisschen üben. Gut, hier kann man nicht hin. Dass wir dahingehend unsere Skills noch etwas ausbauen. Zeigt. Zip. Gut. Ist er denn jetzt da? Vielleicht schon. Vielleicht hier drin. Zumindest ist doch der Marker, oder? Ah, ja. Jetzt aber einen Schritt schneller gehen wieder, Heinrich. Hier drüben, ein Bier bitte. Ich hätte das kurz zu mir gesagt. Können wir uns ja nicht setzen. Doch. Ach ja, schön. Servus. Ja, da warten wir halt noch ein Stündchen.
vielleicht ist er dann da. Da ist er. Wunderbar. Klappt doch. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr sagen kann. Aber vielleicht fällt uns etwas ein. Mhm. Zuerst würde ich jedoch gerne etwas über dich erfahren. Mit wem habe ich die Ehre? Woher kommst du? Ich bin Karl Eduard von Schnitzler. Ich bin aus Scarlets. Oh, tut mir leid. Was ist mit den Deinen? Sie sind tot. Tut mir leid, das zu hören. Hier, stoßen wir auf sie an. Es muss schrecklich gewesen sein. Es war schrecklich. So sinnlos. Wie unerwartet. Sie kamen einfach aus dem Nichts und begannen zu morden. Gott weiß wieso. Sie töteten alle, die nicht in die Burg fliehen konnten. Meine Eltern, mein Mädchen. Und sogar den Deutschen, der auf Sigismunds Seite war. Ich schaffte es nicht in die Burg. Ich wollte meinen Eltern helfen, aber ich konnte nichts tun. Dann floh ich nach Thalmberg mit dem Kumanen auf den Fersen. Beinahe hätten sie mich erwischt. Wie die Leute in den umliegenden Dörfern. Vor der Kirche in Rovna war ein Berg aus Leichen. Die Leute hatten dort Schutz gesucht, aber sie... Sie... Armes Kind. Möge Gott ihnen ewige Ruhe schenken. Und wie kamst du zu dieser Aufgabe? Ich hätte gedacht, Herr Hanusch würde diesen alten Griesgram Bernhard schicken. Hat er, aber ich fand heraus, dass die Spur nach Uschitze führt. Also schickte er mich, um ihr zu folgen. Aha. Nun, gratuliere. Schön zu sehen, dass jemand seinen Verstand der Folter vorzieht. Darauf sollten wir anstoßen. Prima. Am wichtigsten ist, was sich genau in Neuhof zutrug. Die Leute hier erzählen sich alle möglichen Schauergeschichten, aber ich nehme das nicht für bare Münze. In diesem Fall sind die Gerüchte nicht übertrieben, fürchte ich. Das Gestüt wurde von Banditen überfallen, aber sie waren nicht zum Plündern gekommen. Sie wollten bloß töten. Verstümmelten die Pferde und schlachteten die Leute ab. Die Banditen hätten weiter gewütet, aber sie stritten sich und brachen den Angriff ab. Wenn man sich ansieht, was mit Heinz geschah, sind wohl immer noch Rechnungen offen. Dann haben die Leute diesmal wirklich nicht übertrieben. Nun denn, auf die armen Seelen, die auf so grausame Weise sterben mussten. Ich habe dir von mir erzählt. Jetzt bist du dran, Pater. Mit unserem Pfarrer hast du nicht gerade viel gemein. Du bist geschickt mit dem Schwert. Das hätte ich von einem Geistlichen nicht erwartet. Du weißt ja, wie man sagt. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Nur ist dieser etwas unergründlicher als andere. Nun, ich war nicht immer Pfarrer. Und das Schicksal führte mich an Orte, an denen man Dinge mit dem Schwert regelt. Heute jedoch soll mich die Übung mit dem Schwert bloß in Form halten. Wir hatten eine nette Unterhaltung, aber lass uns zur Sache kommen. Zum Beichtgeheimnis. Willst du wirklich, dass noch mehr Leute sterben? Heinrich, so läuft das nicht. Es gibt Dinge, bei denen kann man keine Ausnahme machen. Tut man es einmal, fühlt man sich auf ewig versucht, es wieder zu tun. Wenn die Leute nicht mehr an die Kirche glauben, weil ich das Beichtgeheimnis breche, vertrauen sie niemanden mehr. Und das wäre schlimmer als das grausamste Verbrechen. Du redest dich bloß raus. Ich bin mir ernst. Ja, nein. Wenn ihr genug getrunken habt, wird die Zunge schon locker. Ich verstehe, aber so komme ich nicht weiter. Die Halunken werden wieder zuschlagen und ich kann sie nicht aufhalten. Kopf hoch. Womöglich habe ich eine Lösung. Ach ja? Wenn ich dir sage, was Heinz mir anvertraute, breche ich das Beichtgeheimnis. Aber morgen früh habe ich vielleicht etwas anderes, das dir weiterhilft. Ehrenwort? Bei meiner Seele. Ich habe mich immer über die Dinge gewundert, die ihr Pfarrer predigt. Woher nimmst du die Ideen für deine Messen? Tja, Uschitze ist nicht Prag. Die Leute wollen mehr als nur belehrt werden. Man muss sie unterhalten. Würde ich nur aus der Bibel lesen, stünde ich bald alleine in der Kirche. Unser Pfarrer war nicht gerade ein Barde. Was predigst du deiner Herde? Es muss etwas Aktuelles sein. Zum Beispiel Laster kritisieren. Und sie natürlich im Detail beschreiben. Eine Standpauke über die beiden Päpste wird dieser Tage gern gehört. Und Geschichten aus dem Alltagsleben mit einer Moral sind auch beliebt.
Besonders wenn es um Unzucht und ähnlich skandalöse Laster geht. Unzucht? Hast du dafür ein Beispiel? Nun, kürzlich begann ein Pfarrer namens Jan Hus in Prag auf Tschechisch zu predigen. Den Leuten gefällt das. Wie ich hörte, ist die Kirche stets gefüllt. Ein Wandergeselle erzählte mir von Hus' Predigten und es hörte sich gut an. Ich spiele mit dem Gedanken, es ihm gleich zu tun. Was ist daran denn so großartig? Er spricht über die Kirche und nimmt kein Blatt vor den Mund. Die bedauernswerten Reichtümer, in denen die Kirche schwelgt, wurden zu Gift. Und fast das ganze Christentum ist verseucht. Wie hungrige Raben ließen sie sich in diesem Land nieder, um alles Gold und Silber zu verschlingen. Sie kennen keine Gnade. Ihre Herzen sind vom Verlangen nach Reichtum verdorben. Schamlos machen sie alles zu Geld. Du willst ein Kind taufen? Zahle. Du willst rauben und morden? Zahle und dir wird vergeben. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Würde auch er in den Himmel auffahren? Für das Geld, das sie den Armen nehmen, erstehen sie edle Rösser und halten sich nutzlose Diener, von denen sie verhätschelt werden. Sie spielen und kleiden ihre Dirnen in teuren Pelz, während Jesus barfuß wandelte und nicht einmal einen Platz zum Ruhen hatte. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt. Denn Gott und seine Jünger sehen euch. Amen. Mhm. Dieser Jan Hus scheint ein echter Rebell zu sein. Die Gemeinde wird es lieben. Ohne Zweifel. Lass uns darauf trinken. Der letzte Teil lässt mich schmunzeln. Was meinst du? Bei mir ist es ganz anders. Hus predigt gegen die Prälaten und Kleriker, die Armen bestehlen. Ich selbst habe nicht mal einen Eimer zum Scheißen. Ich bin nicht besser dran als meine Herde. Ich bin geeint mit ihnen in Armut und Leid und allem, was sie bekümmert. Ich trinke mit ihnen und verfluche diese nimmersatten Kuttenträger im Sasauer Kloster. Jo, die haben wir ja schon kennengelernt. Was halten die einfachen Leute davon? Sie mögen es. Es freut sie, dass jemand ausspricht, was sie sich nicht zu sagen trauen. Dinge, die ihnen sauer aufstoßen. Und sie rufen nach Veränderung. In einigen Jahren wird das eine große Sache. Die Leute werden sich erheben. Und die Kirche wird sich in ihren Grundfesten verändern. Wenn er nicht vorher auf dem Scheiterhaufen landet. Unsinn. Sie werden keinen Meister einer geachteten Universität Europas verbrennen. Findest du es nicht seltsam zu trinken und mit einer Frau zusammenzuleben, aber dann den Klerus wegen seiner Laster anzuprangern? Mitnichten. Was hältst du von diesem Jan Hus? Hus ist gewiss weise, für meinen Geschmack aber etwas übereifrig. Wenn er hierher zu Besuch käme, würde er bestimmt aufhören, das Saufen und den Beischlaf zu verteufeln. Ein Bier für mich. Wo kann ich mehr über seine Lehren erfahren? Alter. Wie gefallen dir? Ich habe ein paar seiner Predigten abgeschrieben. Lies sie nur. Sie liegen im Pfarrhaus. Das ist ja völlig im Tee, unser Heinrich. Danke für die Predigt. Aber ich denke, ich bin jetzt geläutert genug. Es wird spät. Was hast du jetzt vor, Pater? Was hast du erwartet? Wir sind doch zum Trinken hier. Jo. Das hört sich gut an. Ich wusste, du lässt mich nicht hängen. Trinkfestigkeit ist auch eine Stufe. Schon wieder Morgenlatt, to neustojí žádnej chlap. Na kraj padnú desnej smutek, do dne nohy ráno utek, nech im môžem zímať zrak. Do včera žil, dneska je prak, už se i moji svatý muži, nechtěl bych vej v jejich úči, nám je to jedno a tak si dáme jedno, a Bože, ten si hubí jako poslední den. Budu se bavit, ano, ráda slaví, a tak vypal sudy a posaď se mi sem, tak posaď se sem a vypal je ven. Ukaž kozy jako vozy, zítra jen tu jsou, nejdem tak a vlej mi hned, a točí se zvět. Genug ist genug. Vogt, komm her, na los, setz dich und trink ein mit uns. Treibt es nicht zu weit, Pater. Es dämmert bereits und es ist schon längst Sperrstunde.
Und was jetzt? Jetzt lasse ich euch alle auspeitschen und an den Schandstock stellen. Außerdem schreibe ich eine Beschwerde an den Bischof über euch, Pater. Na, dann haben wir ja nichts zu befürchten. Jeder hier weiß, dass der Einzige, der auch nur ein Wort schreiben kann, meine Wenigkeit ist. Es reicht. Männer, werft sie hier raus. Ihr seid also Streit aus. Heinrich, steh mir bei. Da kann er auch nicht mehr stehen. Ich will doch aber gar nicht. Was ist los? Verdammt! Komm her, du Weichei! Oh, das war einer. 23. Ah, nee. Frecher Welpe. Ja, ein Faustkampf ist der Heinrich ganz gut, ne? Sich so anzustellen ist eine Sünde. Das war er. Und einen haben wir noch. Ah, gegen den Vogt zu kämpfen, ich weiß nicht, ob das klug ist. Liebe dein Nichts. So, meine Lieben. Würdet ihr nicht gern mal die Glocke läuten? Nichts leichter als das. Och nein. Das würde ich gern. Und Heinrich sicher auch, oder? Gut, wen lass den Unsinn? Hast du den Verstand verloren? Was werden die Leute sagen? Sie können sagen, was sie wollen. Das wollen sie mir schon tun. Hm. Vorsicht, Stufe, meine Lieben. Pass auf, dass ihr euch nichts tut. Godwin, du bist ein Hornochse. Und völlig im Tee. Und wir auch. Schön. Mitten in der Nacht, das Ding an. Da sind wir. Was für eine Schönheit. Das können wir doch nicht machen, oder? Sagt wer? Lass es läuten, Mädel. Das macht richtig Spaß. Oh. Alter. Blöder Esel. Und jetzt, meine Lieben, beginnt der Höhepunkt dieses Abends. Ui. Gut, wenn du altes Ferkel. Dann wollen wir mal. Der Pfarrer hat aufgesattelt. Was meinst du, Heinrich? Hast du auch Lust auf einen kleinen Ritt? Bitte was? Ja eben. Völlig im Koma. Das geht doch in die Hose hier. Aber völlig in die Hose. Also, ich muss schon sagen, das war ein herrlicher Abend. Oh,